Mount & Blade 2 wurde 2012 angekündigt, seitdem mehrfach verschoben, ist jetzt endlich da und gleich mal aus dem Stand der beste Steam-Launch des Jahres. Was hinter diesem Hype steckt und ob ihr, wenn ihr noch nicht dabei seid, euch den Käufern anschließen solltet, will ich mit meinem Kollegen Peter Barth klären. Hallo Peter. Hallo. Du hast Mount & Blade 2 schon ausführlich gespielt. Du hast auch schon einen vorläufigen Test auf GameStar Plus veröffentlicht. Den könnt ihr euch gerne mal anschauen. Aber Peter, jetzt reden wir doch mal Tacheles hier, Mount & Blade. Und fangen wir vielleicht mal ganz bei Null an. Für Leute, die das jetzt auf Steam explodieren sehen und das immer mehr so als komische Nischenserie vielleicht eingespeichert hatten. Was zum Geier ist Mount & Blade eigentlich und warum geht es so durch die Decke? Es ist eine komische Nischenserie. Aber es geht ab, weil natürlich erstens alle Leute nach neuen Spielen gerade gieren. Zweitens, weil das Spiel seit 8 Jahren mindestens in Entwicklung ist, je nach Zählweise. Drittens, weil es ein cooles Mittelalter-Setting hat und große Schlachten liefert. Und viertens, weil es eben dieses große Versprechen hat von einer Sandbox, einer wirklich freien Rollenspielerfahrung, vermischt mit Strategieelementen, sehr komplex, Kampfsystem, das fordernd ist. Also alles so, also ein typischer PC-Titel, und das ist gerade irgendwie so eine richtig gute Mischung und kommt sehr, sehr gut bei den Leuten an. Also wir haben ja gesehen, gleich am ersten Tag waren es über 170.000 Spieler gleichzeitig und ich war einer davon. Und was macht man denn da jetzt konkret in Mount & Blade? Sandbox, Mittelalter, was tue ich da jetzt? Also spielt in einer fiktiven Mittelalterwelt und du bist mit deinem Helden, den du am Anfang erstellst, unterwegs. Und eigentlich gibt's kein richtiges Ziel, sondern du machst eben was, worauf du Lust hast. Grundsätzlich ist aber so, dass du irgendwie schon mal Soldaten anheuerst, die dich dann begleiten, mit denen wirst du Schlachten schlagen, aber nebenbei kannst du halt noch sagen, okay, bin jetzt Händler, ich verkaufe und kaufe Waren, kaufe mir meine eigenen Handwerksbetriebe, stelle Karawanen zusammen, ich werde Schmied vielleicht, ich mache Schwerter und verkaufe die, ich gehe zu den Adligen hin und sag, hier, ich möchte dir helfen, willst du mich nicht irgendwie in deinen Dienst stellen, ich suche mir eine Frau und heirate die oder einen Mann, kannst ja auch eine Frau spielen, ja, und übernehme deren Armee. Später kann ich mal mit den Kindern dann zeugen, kann meine eigene Dynastie begründen. Es gibt also eine Menge zu tun. Du kannst Siedlungen angreifen, Städte erobern. Es gibt Burgbelagerungen mit deinen geliebten Trebuchets und nebenbei ist das halt, ja, braucht man. Und dann ist es halt auch noch ein Kampfsystem, das eben in Echtzeit funktioniert und sehr große Mengen an Truppen dir darstellt, wo die du auch nochmal kommandieren kannst. Da kannst du Befehle geben. Es ist einfach wirklich viel, viel drin. Du kannst nebenbei noch Quests machen, alles Mögliche. Und diese Bandbreite an Optionen, die kann man gar nicht alle in diesem Video jetzt alle vorstellen. Das ist somit der größte Reiz am Spiel. Und jetzt gehen wir doch mal auf Expertenseite für Veteranen der alten Mount & Blades. Was ist jetzt im Zweier neu? Und vor allem, wie gut sind diese Neuerungen? Ja, das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil so viel neu ist gerade zur Zeit zumindest noch nicht. Es gab ja zum Beispiel Mount & Blade und Mount & Blade Warband dann. Heutzutage sprechen wir von Mount & Blade 1, sprechen wir von Warband. Das war quasi noch mal ein Re-Release mit bessere Multiplayer mit anderen neuen Features. Also das ist eigentlich das, was die Leute jetzt gespielt haben die ganze Zeit. Und da ist jetzt die Early Access Version von Mount & Blade 2 nicht sehr weit entfernt davon in Sachen Features. Es ist vor allem ein besseres Technikfundament, schönere Grafik, auch wenn es jetzt nicht so aussieht, wenn jetzt alle sagen, was schön. Sie ist jetzt okay, sie ist jetzt es zweckmäßig. Es sieht zumindest nicht mehr komplett archaisch aus. Ja, es sieht manchmal auch sogar von den Menüs her aus. Und sowas. Oh ja, stimmt. Das sieht jetzt aus wie ein Spiel, das einigermaßen auf modernen Maschinen erschienen ist. Ja, gerade bei den Menüs, da muss man sich sagen, es gibt so Quality of Life Improvements, einfach Komfortfunktionen, aber die richtig coolen Sachen, die eigentlich neu sind, die sind noch nicht im Spiel. Das ist ja schade. Was sind denn diese Dinge? Also was soll denn noch im Lauf des Early Access kommen? Ja, also das Wichtigste ist eigentlich die Verwaltung deines eigenen Königreichs bzw. deines Clans. Du bist, am Anfang fängst du an als eine Person, hast deine Soldaten und dann kannst du noch NPC-Begleiter anheuern nach und nach und die werden Teil deines Clans. Wenn du dann auch noch heiratest, ja, dann Kinder zeugst, dann erstellst du so eine richtige Dynastie. Wenn du den Permadeath am Anfang einschaltest, dann stirbt dein Charakter auch irgendwann und dann kannst du dann deinen Sohn oder deine Tochter als nächsten Charakter weiterspielen. Und es ist sehr darauf ausgelegt, dass es
quasi, dieses Spiel ist endlos eigentlich. Ja? Solange du dann einen Erben hast, kannst du immer weiterspielen und weiterspielen. Da gibt es ein paar coole Features, die sie da eingebaut haben mit dieser Verwaltung dieses Clans oder auch deines Königreichs, das du dann gründest, wo du dann auch Siedlungen eroberst und die dann deinen anderen Leuten in deinem Königreich gibst, um die dann milde zu stimmen. Dann gibt es Gesetze, die du verabschiedest. Du musst dich quasi in Abstimmungen durchsetzen oder wenn du nicht der Anführer bist, cool. dann musst du halt versuchen, irgendwie dich hochzudienen, sage ich mal. Und all das ist jetzt noch nicht drin. Also das wird erst im Laufe dieser Early Access Phase reinkommen, die, das sagen die Entwickler, also mindestens wahrscheinlich ein Jahr dauern wird. So wie ich Taleworlds kenne, wird es wahrscheinlich eher länger dauern. Und das ist auch nicht die schlechteste Idee, denn das Spiel ist noch ziemlich unrund. Und Mount & Blade-Fans haben ja auch bereits bewiesen, dass sie geduldig sind. Also du hast jetzt schon Probleme angesprochen. In welchem Zustand ist diese Early Access-Version? Ich würde mal so sagen, so mittelprächtig. Also man muss den Entwicklern zugutehalten, sie haben das ganz klar gesagt, es ist Early Access, es heißt, das ist nicht fertig, das wird Bugs haben, das wird abstürzen, da fehlen Sachen. Diese Beschreibung hält das Spiel ein. Das heißt, es gibt gerade jetzt in der Anfangsphase gab es sehr viele Crashes entweder auf den Desktop oder es waren Freezes, wo das Spiel einfach eingefroren ist, wenn man bestimmte Quests abgeben wollte, wenn man mit bestimmten Leuten geredet hat, wenn man in bestimmten Menüs war. Man ist oft sehr unvorhergesehen, also du konntest auch nicht reproduzieren. Du hast einen Spielstand geladen, dann ging eine Quest nicht oder eine Quest ging wieder, die eigentlich fehlgeschlagen ist. Ich hatte es mal, dass ich meinen Gefährten auf eine Quest geschickt habe, was auch geht, was eigentlich super cool ist, dass du sagst, ich mache jetzt was anderes und der kümmert sich um die Quest. Ja, der ist dann aber verschwunden, der kam nie wieder. Das Spiel hat gesagt, der ist irgendwo da hinten auf einer ganz anderen Ecke der Spielwelt auch. Ich habe da gesucht, wo er eigentlich sein sollte, war nicht mehr aufzufinden, hat trotzdem Gold gekostet immer mich ja Unterhalt. Drecksack. Ja, der hat dich übers Ohr gehauen, Peter, würde ich auch sagen. Ja. Ich glaube auch, es war gar kein Bug. dann, was viele Leute auch bemängeln, ist die Performance. Dafür, dass das Spiel ja nicht so brillant aussieht, braucht es doch, also hat es ziemliche Framerate-Einbrüche. Ich fand es okay spielbar bei mir auf jeden Fall mit einer GTX 2070. Aber es läuft natürlich nicht so, wie man das erwarten würde bei der Grafik. Gerade weil es ja eigentlich auch darauf ausgelegt ist, dass du diese riesen Belagerungsschlachten hast mit mehreren hundert Soldaten, aber das kriegst du kaum in einer flüssigen Framerate dann auch wirklich hin. Und das ist ein bisschen schade, aber wie gesagt, da werden sie vermutlich noch dran arbeiten. Und dann sind auch noch viele Sachen, wo ich sagen würde, es ist Balancing nicht so ganz richtig. Okay. Das fängt an bei den Preisen für Items, wo es gibt irgendwie, ich glaube, nur eine einzige Armbrust im Spiel. Es gibt sehr viele Bögen, aber nur eine Armbrust. Und die eine Armbrust kostet 22.000 Goldstücke. Und denkst du so, ja scheiße, ich habe am Anfang auf Armbrust geskillt. Jetzt habe ich aber echt ein Problem. Ja. Ja, also Peter, wenn ich der Mensch im Mittelalter wäre, der die einzige Armbrust auf der Welt besitzt, würde ich sie dir auch nicht billig abgeben. Das stimmt, ja. Ja, es spielt ja auch vor Mount & Blade 1, deswegen wahrscheinlich gab es da nur eine Armbrust, war eine ganz neue Waffe. Wer weiß. Also solche Sachen an dieser Ingame-Ökonomie könnte man bestimmt noch mal drehen. Natürlich auch das Kampfsystem. Das ist so eine Sache, da werden jetzt einige sagen, ja geil, das ist voll komplex, das Dark Souls, der Sandbox-Rollenspiel, was auch immer. Ja, es ist cool, dass man sich da so ein bisschen reinfuchsen muss, gerade mit den Blocken, wo du die Richtungstaste drücken musst, um dann eben die Waffe abzuwehren. Es gibt auch nicht mehr diese Autoblock-Funktion, die im ersten Teil gab. Du musst jetzt, wenn du das nicht machen willst, brauchst du unbedingt ein Schild. Aber ich finde, es ist unglaublich schwer, jemanden zu treffen teilweise, gerade vom Pferd aus. Ich habe das jetzt in der Realität noch nicht gemacht, Entschuldigung, ja, vielleicht ist das auch wirklich so verdammt schwer. Ja, also dann hast du ja wohl gar keine Autorität, Peter. Ja, Jochen hat das bestimmt schon mal gemacht, der weiß das. Garantiert. Aber ich hatte das Gefühl, das war so unnötig, ja, also wenn du dann so Millimeter an einem Typen vorbeihaust und dadurch dann stirbst, das denke ich mir so, ja, warum, könnt ihr nicht ein bisschen cheaten als Entwickler und okay, du triffst dann schon so richtig. Ja, gut. Und das ist auch so eine Sache, das Spiel hat drei Schwierigkeitsgrade. Realistisch ist der höchste und die anderen zwei heißen Very Easy und Easy, aber sollten eigentlich heißen Normal bis Schwer und Sauschwer. Deswegen, das Spiel ist halt, es hat halt diesen Anspruch, ja, wenn ich halt einen Pfeil triff, dann ist halt auch gleich ein Drittel deiner Lebensenergie weg. Wenn ich drei Pfeile treffe, bist du tot.
kann man spaßig finden. Ich finde es jetzt nicht so geil, weil du wirklich sehr gerade in der Anfangsphase darauf achten musst, wie du dich hinbewegst, und dann bist du sehr schnell tot, und es macht für mich, das macht, ja, tut mir leid, das macht keinen Spaß für mich. Also dann, es ist viel gegrindet. Klingt nach Schwächlingsgerede, Peter. Ja, vielleicht, ich gebe das auch offen zu, es ist auch nicht mein Spiel komplett, andere Leute haben da bestimmt mehr Spaß mit. Aber ich habe auch von vielen Leuten gehört, die Mount & Blade gespielt haben und sagen, im zweiten ist dieses Kampfsystem ein bisschen anders, auch vielleicht ein bisschen schlechter geworden. Okay. Jetzt hast du dann doch eben recht viel aufgezählt, was in dieser Early Access-Fassung noch nicht so der Hammer ist. Hattest du trotzdem Spaß? Ist der Funke übergesprungen? Das ist ja das Seltsame bei Mount & Blade. Ich hatte auch mit dem Kollegen Fabiano drüber geredet, und es ging darum, wer schreibt einen Meinungskasten für den Test, und er so, ja, ich habe das eigentlich noch gar nicht so gespielt. Ach Mann, verdammt, ich habe nachgeguckt, ich habe 7 Stunden schon da reingesteckt, wo ist die Zeit geblieben? Und so ging es mir auch tatsächlich. Du regst dich über Sachen auf, du denkst, ja, wieso stürzt jetzt das Spiel da ab, wieso ist das jetzt so blöd? Aber es hat diese Grundmechanik, die ist wirklich sehr, sehr motivierend, gerade einfach, weil du diese, ja, Power-Fantasie hast, ne? Du sagst, du bist am Anfang so ein kleines Würmchen, dann rekrutierst du Truppen, die sammeln Erfahrung im Kampf, du kämpfst dich gegen immer größere Banditengruppen. Das ist natürlich ein unglaublicher Grind, es ist immer das Gleiche irgendwo. Diese Kämpfe sind auch für mich jetzt nicht so, abgesehen vom Kampfsystem an sich, jetzt nicht so irre anspruchsvoll oder toll am Anfang. Aber du hast halt immer die Belohnung, du kriegst neuen Loot, du kriegst XP, du kannst deine Truppen aufrüsten, dann werden die bessere Truppen, dann denkst du, oh cool, jetzt habe ich hier Elite-Bogenschützen, dann denke ich mir so, oh ja, oh, den muss ich jetzt beschützen, damit der nicht wieder kaputt geht, und du hast wirklich dieses Fortschrittsgefühl, und du kannst auch dann sehen, okay, jetzt komme ich in eine Burg rein und da ist ein Adeliger, der redet jetzt mit mir, im Gegensatz zu vorher, wo mir keiner eine Quest geben wollte. Du hast dieses, okay, jetzt kann ich mir eine Karawane kaufen, jetzt kann ich mir einen Handwerksbetrieb kaufen, jetzt kommt Geld rein, jetzt wird mein Clan größer, jetzt kann ich NPC-Gefährten erneuern. Es gibt da so eine sehr, sehr schöne Kurve, die wirklich vom armen Würmchen zum Mittelalter Ritter, Helden geht. Und da ist man, wenn man da erstmal drin ist, dann möchte man das auch weiterspielen immer. Ist also die Art von Spiel, dem man was verzeihen muss, aber dass es auch schafft, dass man das tut. Es ist ja auch, wie du sagst, ist so ein bisschen nicht nur Machtfantasie, sondern allgemein die ultimative Mittelalterfantasie mehr als sehr viele andere Spiele. Weil das ist ja auch relativ einzigartig, dass du all das sein kannst, dass du Kriegsfürst sein kannst. Du spielst ja aus der Third Person, aber bist trotzdem ein Armeeanführer, wie du sonst müsstest du ja ein Strategiespiel für sowas spielen. Und das kannst du ja zum Beispiel auch in dem Maß nicht in Kingdom Come oder sowas sein, das ja auch so eine Mittelalter-Lebensfantasie ist, dass du halt wirklich einfach alles sein kannst, vom Räuberfürsten bis zum König. Das ist ja schon mal was anderes, und das mir fallen wenig bis gar keine Spiele ein, wo das überhaupt geht. Es gibt tatsächlich auch wenige. Es gibt eigentlich dieses Mount & Blade ist ziemlich konkurrenzlos. Und das ist vielleicht auch nicht so gut, sag ich mal, für den zweiten Teil gewesen, weil die Entwickler halt, sie hatten einen Erfolg mit dem ersten Teil, sie konnten sich alle Zeit nehmen, ja. Sie hatten da wahrscheinlich auch keine Geldsorgen in dem Sinne. Und sie haben aber auch dadurch so ein bisschen, du hattest nicht den Konkurrenzdruck. Es gibt inzwischen so ein paar Ableger, die so Ähnliches versuchen, so Freeman, Guerilla Warfare, glaube ich, das ist mehr so ein Soldatenspiel im modernen Gewand, und Kenshi, das ist so ein Science-Fiction-Mountain Blade, aber das sind beides auch so, ja, ich sag mal, zusammengeklöppelte Spiele, die jetzt halt auch bestenfalls auf Double-A-Niveau, nicht auf Triple-A-Niveau sind, auch Indie-Games mehr oder weniger, und es fehlt sie dann so, sag ich mal, ein Konkurrent, der die Entwickler zu angetrieben hat, okay, jetzt müssen wir alles viel, viel besser machen, ja, sondern es war mehr so, ja, okay, was können wir denn machen? Ja, wir machen das ein bisschen schöner, wir machen da so ein paar Features, aber wir lassen uns da so ewig viel Zeit für, und dabei rausgekommen ist halt ein Warband in schöner, ein bisschen besser, aber ich freue mich für die Entwickler, dass sie jetzt so einen Erfolg damit haben, aber da wäre noch viel mehr gegangen, wenn da wirklich dieses Genre besser bestückt wäre, sage ich mal, und wenn da ein großer Konkurrent auch da wäre. Zum Beispiel, das Spiel hat jetzt auch eine Story-Kampagne, aber die hängt halt jetzt auch im Early Access noch total so in der Luft, ist auch nichts, was jetzt ein Kingdom Come damit vergleichen könnte, weil es fast nur Text. Es ist so eine ganz simple Story, ist eigentlich nur dafür gedacht, dass du so ein bisschen da reinkommst und
wenn du jetzt diese Sandbox nicht magst, dass du wenigstens so ein Ziel hast, worauf du hinarbeiten kannst. Aber da wäre noch so viel mehr gegangen, ja. Und dieses tolle Prinzip, fände ich, verdient es eigentlich, dass es noch so mehr aus dieser Nische rauskommt. Und das ich meine, vielleicht passiert das ja jetzt, weil spätestens bei erfolgreichster Steam-Launch des Jahres dürften ja vielleicht doch ein paar Leute aufhorchen. So finde ich das ja schon auch ein cooles Signal irgendwo. Da hat der Kollege Dimi auch eine schöne Kolumne drüber geschrieben, dass Mounted Blade, das ist ja schon, also es ist ja schon ein Name, man kennt es schon und so, aber es war schon lange Zeit eben wirklich so eher in seiner Ecke. Und dass es jetzt der Star von Steam ist, das halt zeigt, dass wirklich auch sowas mit seinen Ecken und Kanten, ich meine, wir hatten es ja nicht zum ersten Mal. Kingdom Come ist ja durchaus nicht unähnlich, das war ja auch ein Spiel mit vielen Ecken und Kanten und wir Deutschen kennen es auch schon seit Gothic eigentlich, dass diese Art von Spiel erfolgreich sein kann. Aber wer weiß, was noch so kommt. Dann kommen wir jetzt nochmal zur abschließenden großen Frage, Peter. Kaufen oder bis auf die finale Version warten? Ah, also ich muss natürlich sagen, warten, weil ihr habt ja jetzt hoffentlich das Video gesehen und habt die Probleme gehört, die das Spiel hat. Und ich finde, wenn man jetzt nicht die Entwickler unbedingt unterstützen will, was sie jetzt eh nicht mehr brauchen, weil sie haben genug Exemplare verkauft, die können sich jetzt das nächste Jahr finanzieren, dann würde ich sagen, wenn ihr das Spiel wirklich um des Spiels willen erleben wollt, dann wartet auf jeden Fall zumindest mal so ein, zwei Monate, bis sie Sachen gepatcht haben, bis auch die Modder so ein bisschen aus den Schuhen gekommen sind und coole Sachen gemacht haben. Mountain Blade war ja schon auch der Vorgänger, wurde eigentlich richtig gut erst durch Mods. Das stimmt, es ist ja eins der großen Modder-Paradiese, das wir noch haben auf der Welt. Ja, Mountain also Blade. Da gibt es ja alles. Da gibt es ja eine Game of Thrones-Mods und sonst was. Was nicht alles. Und das wird es beim zweiten Teil jetzt auch wieder geben. Einfach denen ein bisschen Zeit lassen. Dann hat man da coole neue Sachen, bis sie die neuen Features reinpatchen, weil davon hoffe ich mir gerade im Endgame deutlich mehr Spannung und Abwechslung. Und bis sie an diesem Balancing arbeiten. Gerade auch, weil das Spiel ja nicht so günstig ist. Also es kostet standardmäßig 50 Euro. Zurzeit sind es 10% weniger. In den ersten zwei Wochen nach Release. Dann gibt es noch mal, ich glaube, 10 oder 5%, wenn du einen der Vorgänger hast. Wenn du GameStar Plus abonniert hast, dann kriegst du sogar 25% Rabatt. Aber grundsätzlich ist der Preis natürlich schon auch für viele, glaube ich, auch ein Hindernis, wo sie sagen, dafür Early Access, ein unfertiges Spiel, jetzt so viel bezahlen, weiß ich nicht. Das haben wir gemerkt tatsächlich, als wir einen Livestream dazu gemacht haben. Da habe ich mit Jochen das Spiel ja zum Release mir angeschaut, er hat gespielt. Und da kam diese Frage sehr oft im Chat auf. So ja. 45 Euro, 50 Euro für ein Early Access. Es ist ja immer noch billiger als ein neues AAA-Spiel, das sind ja in der Regel 60. Aber trotzdem ist es nicht so die 20 bis 30, die man sonst so für Early Access zahlt. Ja. Deswegen ist die Frage vielleicht auch für Leute wichtiger. Man muss, denke ich, dann vielleicht aber schon auch betonen, dass trotz der Probleme dem Spiel mangelt es jetzt nicht an Spielzeit, die du reinstecken kannst. Nee, auf keinen Fall. Also das, man kriegt schon was, ja. Auch wenn es eben noch seine Probleme hat. Es ist halt viel wiederholt sich halt, ja, es sind die Quests aus der Retorte, prozedural generierte Leute, die dir prozedural generierte Aufträge geben und irgendwann hast du halt alle gesehen, gerade da wollen sie auch noch mehr liefern an Quests. Es hat noch keine deutsche Übersetzung, aber wenn du einfach nur diese Motivationsspirale da reitest, dann kannst du da locker auch in die Early Access Version bestimmt 50, 100 Stunden reinstecken und Spaß damit haben und wer sich darauf einlassen mag, ja, be my guest. Es ist ja kein schlechtes Spiel, es ist einfach nur noch, es wird hoffentlich noch besser. Mhm. Und vielleicht die leidensfähigen Hardcore-Mount-and-Blade-Fans, die sind ja auch schon einiges gewohnt. Die sind wahrscheinlich auch die, die sich jetzt am ehesten direkt reingestürzt haben. Aber dann vielleicht, wenn man mal neugierig drauf ist, auf Mount-and-Blade auch zum ersten Mal oder sowas, vielleicht erstmal warten, wäre dann die Empfehlung von dir. Ja. Dann danke ich dir sehr für deine Einschätzung und genau, wie gesagt, hat Peter auch noch einen schönen GameStar Plus Artikel zum Spiel geschrieben, wo er auch schon eine Wertungstendenz vergibt, noch keine finale Wertung, weil eben Early Access. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.